Heute findet in Roth der Bezirkspokal statt. Der wird ausgerichtet von dem Förderverein Netzwerk Mittelfranken. Und wir als TSG 08 Roth, Faustballabteilung, haben das Ganze hier auf die Kreissportanlage gebracht. Wir haben also uns um den Aufbau der Felder gekümmert, machen die Verpflegung und sind natürlich mit zwei Mannschaften am Start. Es sind insgesamt 13 teilnehmende Mannschaften und die Besonderheit des Turniers ist, dass höherklassige Mannschaften gegen niederklassige Mannschaften sehr gemischt spielen und es einen Ausgleichbonus gibt für die schwächere Mannschaft und dadurch haben sich schon sehr spannende Spiele ergeben in den Jahren zuvor und wir hoffen, dass wir einen schönen Tag hier in Roth haben mit den vielen Mannschaften und doch unserem schönen Faustballsport nachgehen.